Stefan Stuchlik im Hauptstadtstudio. Biden sorgt also mit seiner Äußerung über ein kleineres Eindringen für Irritationen. Wird sein Außenminister diesen Satz heute auch in Berlin erklären müssen? Es gibt bis jetzt noch keine direkten Reaktionen, weder aus Großbritannien noch aus Frankreich noch aus Deutschland. Man will wahrscheinlich kein Öl ins Feuer gießen. Aber natürlich wird Antony Blinken heute einiges zu erklären haben. Man stelle sich vor, der wichtigste Ansprechpartner Russlands, der wichtigste Verbündete des Westens erklärt, es gäbe so etwas wie ein kleineres Eindringen. Das konterkariert sehr viele diplomatische Bemühungen, sehr viele Abschreckungsbemühungen der EU und der NATO der letzten Tage. Auf Außenministerebene suchen die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien also nach einem gemeinsamen Kurs gegenüber Russland. Wie einig ist man sich da eigentlich? Es wird heute zwei Themen geben. Das eine Thema sind die Waffenlieferungen. Die USA befürworten Waffenlieferungen an die Ukraine. Großbritannien hat diese Woche schon geliefert. Frankreich ist neutral. Bei Deutschland scheinen solche Waffenlieferungen, wenn keine Aggression stattfinden sollte, eigentlich ausgeschlossen. Aber auch darüber wird man reden. Und das zweite große Thema sind Wirtschaftssanktionen. Deutschland hat ja eingelenkt, hat gesagt, Nord Stream 2 kann nicht stattfinden, wenn eine Aggression stattfindet. Aber man wird sich darüber unterhalten müssen, schließt man Russland im Aggressionsfall möglicherweise aus dem SWIFT, aus dem Bankenüberweisungsprogramm aus. Das hätte schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft in Europa, in der Welt. Also auch da wird einiges zu besprechen sein. Stefan Stuchlik, ganz herzlichen Dank.